Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Im letzten Part gab es eigentlich in dem Part fast nur Cutscenes, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Ihr habt den letzten Part gesehen. Ich habe mich nur in einer Sache vertan. Es ist Part 10, der jetzt kommt, und nicht Part 9. So, das ist Track oder Trick. So, wir kaufen uns jetzt erstmal hier eine Hammerroute und einen Adamant-Schild für Goofy und Donald. Die rüsten wir natürlich auch beide direkt aus. Zack, Hammerroute und Adamant-Schild, zack, zack. So, und dann machen wir jetzt direkt weiter im Storyverlauf. Ich werde euch gleich auf jeden Fall schon mal den Drive zeigen. Sprich mit Mochis, bla 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 bla. So, dann mal rein. Ich lasse das kurz auf 30%. Jetzt kommt eine Mini-Cutscene und da lasse ich es kurz auf 30%. Also, tschst. Das ist der Verteidigungsmechanismus der Stadt. Yuffie! Vorsicht! Niemand, oh mein Gott! Sie werden alle sterben durch die Heldenform. Besiege die Niemande, die Dämmerlinge. Drive, Heldenform, bam! Und jetzt kriegt ihr auf die Schnauze. Zack, zack. Jetzt seht ihr die Heldenform in Action. Ja, Mann, die Heldenform ist cool. Oh, ich liebe es, mit zwei Schlüsselschwertern zu kämpfen. Das ist so cool. Man ist dann so stark. Bam. Maximum AP erhöht. Oh, ein Samurai. Was willst du denn von mir, hä? Tschüss, du bist tot. So muss das. Seid ihr noch immer in Topform? Was hast du erwartet? Du siehst aber auch gut aus. Na, was hast du denn erwartet? Großartig. Sag, Yuffie, hast du den König und Rico gesehen? Nein. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass wir uns wiedersehen. Auch wenn wir uns nicht wiedersehen. Vergessen werden wir einander nie. Soll das Leon sein? Alle sind bei Merlin zu Hause und furchtbar beschäftigt. Kommt mit! Okay. So, als erstes rüst ich aber die Ability Combo Boost aus. Da wir jetzt Maximum AP wieder höher haben, geht das ja natürlich dann. Nicht Donald, Sora. Combo Boost, zack! Erhöht den Schaden, den ein Combo-Abschlussangriff verursacht. Proportional zu der Anzahl der Schläge. Richtig gut. Oh mein Gott, Klappersonate mit der Helmform kaputt hauen. Bam. Wie gesagt, ich verbrauche die ganze Form, weil die Helmform levelt sich je, kriegt die XP je Treffer, den wir landen. Also je Treffer, den wir an den Gegner landen. Umso mehr EP bekommt sie die Helmform. Ja, ich weiß das alles. Dann gibt es noch drei verschiedene Formen. In dem Final Mix gibt es noch eine Form. Nämlich die Limitform, aber die seht ihr immer mein Data Battles. Wozu auch bald wieder welche folgen werden. Jetzt kommt eine längere Cutscene, also 250%. Ich bin ruhig. Darf ich vorstellen, das Hallo-Bestien-Wiederaufbau-Komitee? Willkommen! Freunde, gut schaut ihr aus. Wusste ich's doch. Was denn? Vor kurzem haben wir uns wieder an euch erinnert. Alle zur gleichen Zeit. Ihr habt euch erinnert? Moment, heißt das, ihr hattet uns vergessen? Wo habt ihr denn die ganze Zeit über gesteckt? Wir haben geschlafen. Da fehlen ein glatt die Worte. Ist doch egal, ich freue mich jedenfalls, dass alle wieder beisammen sind. Also, wir sind auf der Suche nach Rico und dem König. Habt ihr sie gesehen? Verstehe. Tut uns leid, aber sagt bitte, wenn wir euch irgendwie helfen können, ja? Alles klar, danke. Apropos gegenseitige Hilfe. Hallo-Bestien hatte ein kleines, nein, eigentlich ein großes Problem. Du meinst wohl die Niemande und die Herzlosen. Du sagst es! Klingt nach einem Fall für uns.
Dann sind wir uns also einig. Sora, Donald, Goofy, euer Beistand wäre uns wirklich sehr willkommen. Da sagen wir nicht nein. Hm. Ja, so seid ihr eben. Was soll das denn bitte heißen? Betrachte es einfach als ein Kompliment à la Leon. Kommt mit zum Außenhof. Ich muss euch dort was zeigen. Oho, genau wie ich es mir gedacht habe. Marion! Die drei haben versprochen, uns zu helfen. Wunderbar, wir zählen auf euch. Gitter! Ach ja, hast du ihnen schon die Karten gegeben, Liebes? Oh. Hier. Bitteschön, die sind für euch. Leon dachte, ihr würdet euch darüber freuen. Hollow Bestien Wiederaufbaukomitee Ehrenmitglied. Echt toll, was? Hey, danke, Leo. Hm? Oh nein, wir sollten ihm doch in den Außenhof folgen. Sound auf, erstmal auf 30% stellen, bevor ich anfange zu lesen. Einen Moment, Sora. Was ist mit deiner Magie? Hm? Oh, stimmt ja. Vielleicht hast du sie ja vergessen. Hast du sie vergessen, als du geschlafen hast? Tja, was machen wir jetzt mit dir? Ich werde dir wohl ein paar Sprüche borgen müssen, aber sei vorsichtig, wenn du sie benutzt. Danke, Merlin. Dann los zum Ausschnupp, aber hochtig. Okay. So, Mitgliedskarte halten. Eiselement. Ja, Mann. Das ist meine Magie, bla 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 bla. Jetzt safen wir erstmal natürlich, wie immer. Speichern. Auch hoffentlich wird das nicht schon wieder so ein riesen Cutscene-Part. Darauf habe ich gar keine Lust. Merlins Haus. So, ab ins Wohnviertel wieder. Und Leon hinterher. Der schon weg ist. Verdammt. Die sollten ihm doch folgen. Doch, wir sind zu langsam gewesen. Ha. Na, oh, die. Oh mein Gott, die Schattenleuchte geben 3 EP. Oh mein Gott, was tue ich hier bloß? So, da ist wieder eine Kiste. Und Klappersoldate, die auf die Schnauze haben wollen, die sie auch gleich bekommen. Zyklon! Ha, daneben. Ha, da hat er mich nicht getroffen. Ey, Schattenlorschis. Wir hatten das Thema schon. Ihr seid offen in den Boden. Ah, ich habe mein Mikrofon geschlagen. Nein! Wieso schlage ich mein Mikrofon? Die Abilitamin. Ja, werde ich alle Sora geben, aus einem bestimmten Grund. Er lernt mehr Abilities als Goofy und Donald. Also ist es nicht so schlimm, wenn ich ihn nur Sora gebe. So, die Kiste öffnet. Und da ist ein Klappersoldat. Es sind gleich 4 Klappersoldate, oh mein Gott. Wer hätte damit gerechnet? Also ich nicht. Ey, bleibst du jetzt mal auf dem Boden oder willst du nicht sterben? Also ich will schon, dass ihr... Niemals! Zack! Und damit wäre er tot. Da wäre noch eine Kiste. Öffnen. Dip. Den Sound mal schön auf 50% stellen, weil eine Cutscene kommt. Dip. 50. So, ich bin wieder leise. Seht euch das an. Hilfe! Wir möchten, dass Hollow Bestien wieder so wird, wie es früher war. Wer weiß? Diese schwarze Masse, das sind alles Herzlose. Es gibt noch viel zu tun, aber wir werden mit allem fertig. Mit Ausnahme davon. Und davon.
Überlass die uns. Ich verlasse mich auf euch. Also, Sora, du weißt, was hier los ist? Da ist dieser Carlo, der die Herzlosen für irgendwelche dunklen Zwecke einsetzt. Aber zum Glück ist er nicht nur finster, sondern auch dumm wie die Nacht. Unsere Hauptsorge gilt also... der Organisation 13, die diese Niemande befehligt. Du hast gerufen. Du machst dich gut. Fester! Das schreit nach einer Feier. So, und schön wieder auf 30% gestellt, weil jetzt natürlich ein Feind kommt, der nicht schwer sein wird. Wir müssen da hinten auf jeden Fall gleich das Tor beschützen. Oh mein Gott, wir sind alleine. Oh mein Gott, oh nein. Was sollen wir bloß tun? Truhe? Hä? Oh, Driver. Zack. Das heißt, wir können keinen Drive einsetzen. Wie mies ist das? Wir müssen jetzt hier alleine gegen niemanden kämpfen. Beschützt das Zugangstor zur Stadt, indem du die niemanden besiegst. Oh, Leon hilft uns. Das finde ich ja geil. Leon ist eigentlich Squall, nur hier hat er einen anderen Namen. Ha, Stellungsspiel. Hier mache ich Stellungsspiel öfters, damit die niemanden nichts machen können. Nein. Nö. Niemals. Hört auf, das Tor anzugreifen. Ihr zackt niemanden. Ha. Ach, komm schon, Sora. Sora, du sollst das Tor beschützen. Nichts anderes. Ha, denkt ihr wohl, was? Soll ich euch das Tor schaden lassen, oder wie? Ey. Oh nein, er hat das Tor angegriffen. Wie kannst du nur gespannt? Und hier. Eis. Eis. Und weiter drauf. Bam. Bam. Oh, wir haben einen Erfahrungsboost erlernt als Ability. Aber wir haben nicht genug Ability-Punkte, natürlich. Leider, leider. Zack. Wo? Zack. Zack. Freeze. Und bam, MP leer. Das Geile ist, im Kinoma 2, die MPs laden sich automatisch wieder auf. Das finde ich auch noch geil, Kinoma 2. Dämmerlinger. Ha. Hört ihr wohl auf damit? Zack. Ey, Leon, ich brauche Hilfe hier. Leon. Wie wär's, wenn du auch mal hilfst hier? Ha. Ich kann nicht alle vier Dämmerlinge auf einmal aufhalten. So was ist nicht möglich, Leon. Das ist zu schwer. Ha. Komm schon, geht sterben. Lass das Tor jetzt in Ruhe. Es hat euch nichts getan. Oh mein Gott, ein Samurai, was willst du denn? Hä? Oh, Leon hat... er hat sein Schwert in ein Laserschwert verwandelt. Also, er hat jetzt in seiner Blaze Zone, oder wie das heißt, Blast Zone oder so, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, eingesetzt. Damit verlängert er auf jeden Fall sein Schwert durch so einen Strahl. Ey, hör mal. Bam! Wie geil mein Eis ihn jetzt getroffen hat. Ich dachte, das verfolgt den. Super. Ja. Burn. Bam! Feuer erlernt. Und ich mach das noch wieder auf 50%. Das Schlüsselschwert. Eine wahrlich großartige Waffe. Wäre sie doch nur in fähigeren Händen. Zeigt euch! Organisation 13. Schön, dann tragen wir es aus. Wie schade. Und ich dachte schon, wir könnten Freunde werden. Halt! Was soll das Ganze? Nicht so stürmisch. Du störst. Sag, findest du es etwa höflich, mir so etwas an den Kopf zu werfen? Ja, aber natürlich. Aus dem Weg, hab ich gesagt. Starke Worte. Aber damit kannst du den Lauf der Dinge nicht beeinflussen. Dann räumen wir dich eben aus dem Weg. Schon besser. Das könntet ihr vielleicht, wenn ich irgendwer wäre. Aber das bin ich nicht.
Ich bin von der Organisation und gewiss nicht irgendwer. Ha, an der Seitenlinie rumstehen und die niemanden für sich kämpfen lassen, aber den Starken markieren. Jetzt aber. So harte Urteile ohne Überblick fällt man besser nicht. Dann heul doch. Mitnichten. Ich erinnere dich daran, wie stark die Truppe ist, mit der du es hier zu tun hast, mein Lieber. Erinnern? So ist es recht. Er hat mich auch immer so angesehen. Du glaubst wohl, du könntest mich aus der Fassung bringen mit deinem wirren Geschwätz. Tja, wer weiß das schon? Sei ein braver Junge. Das war schräg. Wer hat ihn auch immer so angesehen? Ach was, ich bin mir sicher, er wollte dich bloß verwirren. Ja, du hast recht. Ich bin ich. Das Hollow-Bestien-Wiederaufbaukomitee-Ehrenmitglied. Was geschieht? Könnte das vielleicht? Verstehe ich. Das ist eines der Tore, von denen Jens Zietz sprach. Oh, Jutta! Tut uns leid, Leon. Aber andere Welten warten auf uns. Die Organisation 13. Sie sehen stark aus. Passt auf euch auf. Man sieht sich. Gerne mal an so einem Bericht 7. Susu! Tschuuu! Ich war doch 30% Schrauben! So, dann war jetzt dieser Part für Hollow Bestien da. Ich. Benutze den Gang aus Luxig, bla 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 bla. Dann würde ich als nächstes sagen, im nächsten Part, ach komm, fliegen tun wir jetzt noch. Fliegen tun wir jetzt noch und dann machen wir im nächsten Part diese Welt, die danach kommt. Die würde ich das Fliegen halten. Zack, zack. Starten. Wow, also schon durchstarten. Hallo. So. Das Fliegen hier ist auch viel besser als im Kingdom Hearts 1. Auf jeden. Geht kaputt. Bäm. Es sind zwar viele Gegner, aber... Oh mein Gott. Ah, smashen. Bäm. Geh kaputt, geh kaputt. Ha, gib mir deine Medaille. Bäm. Schön viele Medaillenpunkte. Bäm. Zack, zack, zack. Ich glaube doch nicht, dass ihr mir schaden könnt, oder? Bäm. Ja, euch wollte ich eigentlich noch nicht zerstören, aber egal. Zack. Bam. Piu. Piu. Oh mein Gott. Niemals. Ihr trifft mich nicht. Los, zerstören. Zerstören. Los, geht kaputt. Ha, wieder was geschafft. Los, ihr geht jetzt auch mal kaputt. Ich habe gedacht, ihr geht auch mal kaputt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ha, ha, hu, ha, hu. Los, geht kaputt. Geh kaputt, roter Flieger. Zack, Achtung, Achtung, Achtung. Bam. Los. Oh. Was ein Glück.
Los! Oh, explodiere bloß. Oh, was wir schon für ein hohes Medaillenlevel haben. Krass, einfach nur krass. Hoffentlich verlieren wir das nicht. Bam! So ist schön, das ist schön. Bam. Ah, oh Gott. Was will der rote Goldene denn hier von mir? Bam. Ach, schade, ich dachte, ich krieg den Goldenen kaputt. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber es sollte nicht so sein. Uah. Das hat mal wieder ein Level wieder verringert. Schämt euch doch. Schon wieder. Schämt euch. Geht in die Ecke und schämt euch. Los. Das war ein Befehl. Keine Bitte. Oh mein Gott. Los. Bum. Sching. Oh mein Gott. Oh nein, ich will mal mit einem Level behalten. Oh nein. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh Gott, ich war jetzt ziemlich übersteuert jetzt die letzte Passage. Das tut mir jetzt leid. Aber wir haben den Pfad gesichert. Mission Typ 1 geschafft. High Queen Level 1 Entwurf erhalten. Und Falcon Level 1 Entwurf. Medaillen Level 22 leider nur. Schade, schade. Sonst schaffe ich immer das Maximum Level der Medaillen Levels. Aber egal. So, dann würde ich jetzt safen. Und dann auch den Part beenden. Der ging jetzt schon wieder 21 Minuten. So, in der nächsten Welt betreten wir dann diese Welt da. Und welche das ist, erfahren wir jetzt im nächsten Part. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal speichern. Düb-di-dü. Und würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Also dann bis zum nächsten Part. Tschüss!